Willkommen zu Mind's Eyes, einem kleinen Indie-Horrorspiel. Wahrscheinlich werde ich irgendwo wieder nackt und blutend auf dem Boden aufwachen, stöhnen und mich fragen, wo ich bin. Ihr wolltet mehr Indie-Horrorspiele. Hier ist ein weiteres, kann man kostenlos auf Steam finden. Dementsprechend bin ich gespannt, was uns hier erwarten wird. Wenn ihr mehr Indie-Horror sehen möchtet, einfach bewerten und dann kommt vielleicht ein bisschen mehr. Also, legen wir los. Wake up. Please. Why aren't you waking up? Wake up. Michael here speaking for CTO News at 11 p.m. Just as yesterday. Oh, mein Kopf. Ah, fuck. Oh Gott. Schmerztabletten, Wassereis und Wodka. Keine gute Mischung. Oh, jedes Mal dasselbe. Ich wach auf, hab keine Ahnung, wo ich bin und bin immer noch extrem drauf. Was zur Hölle läuft hier? Wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Kinder? Ich gebe euch jetzt einen Tipp. Einen Tipp fürs Leben. Geht niemals auf diese Rohypnol-Vergewaltigungspartys. Die sind gar nicht gut. Hallo? Irgendjemand hier? Ich wohne hier nicht. Und wie es scheint, wohnt auch sonst niemand hier. Was ist das hier? Ein Hockeypuck? Warning. Ich sollte mal dran lecken. Okay, wie es scheint, wohnt hier niemand. Was kann man hier machen? Licht aus, Licht an. Ich bin ganz alleine hier. Und ein Teddybär. Wow, 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 wow! Geht ja schon mal gut los. Ich kann gar nichts sehen. Ist da unten jemand? Ah, hier drüben Licht. Yes, Mama. Sollten wir nehmen. Ja, nimm's doch mit. Noch ein Puck. Wahrscheinlich bin ich irgendwo in Kanada. Werde festgehalten von einem Hockeyspieler. Der bestimmt nichts Gutes vorhat. Erstmal überall die Beleuchtung anwerfen und was haben wir hier Schönes? Ein Teddy, den kann ich mitnehmen. Alles klar. Wir sammeln Teddybären. Unheimliche Teddybären. Unheimliche kanadische Teddybären. Was haben wir hier drüben? Einen kaputten Schrank. Muss ich mir Sorgen machen? Ich meine, ist das normal, dass man einen kaputten Schrank in der Wohnung hat? Hallo? Ich habe gar nichts gesagt. Der Schrank ist wunderschön. Ist ein echt toller Schrank. Ich wollte hier niemanden zu nahe treten. Hammermäßig. Tja, wie es scheint, hat irgendjemand hier den Strom gekillt. Denn wir können hier leider kein Licht anmachen. Aber hier drüben war ja was, oder? War das hier? Ich würde es mitnehmen. Ganz ehrlich, ich würde es mitnehmen. Wäre eine hervorragende Waffe. Das Radio ist auch aus. Und wir haben wieder Strom. Ah, war doch gar nicht so schlimm, oder?
Kann ich jetzt hier rein? Nein? Okay. Andere Familien besitzen einen Fernseher. Diese Familie hier besitzt einen riesigen, altmodischen Safe. Und da sitzen sie alle. Daddy, Daddy, hol das Popcorn. Ja, mein Sohn. Mutter. Oma. Ihr seid alle eingeladen. Wir schauen gemeinsam unseren Safe an, weil wir so fucking reich sind. Wir sind eine reiche kanadische Familie. Wie es scheint, müssen wir den Safe öffnen. Irgendein finsteres Geheimnis lauert in diesem Safe. Moment mal. Die Stühle hier sind neu, oder? Wird das hier so eine Poltergeist-Nummer? Was? Moment. Ach, hier kann ich Licht ausmachen. Nee, das will ich nicht. Immer noch zu. Hier drüben gibt es immer noch nichts. Bis auf den Puck. Okay, die Stühle haben sich verändert. Was soll ich jetzt machen? Die Stühle wieder zurückstellen? Wo kann ich hin? Kann man irgendwo nach oben? Kann ich irgendwie raus? Ich will gehen. Das hier drin ist nicht mein Ding. Ich bin auch kein großer Fan von Hockey. Oh, oh, oh mein Gott! What the fuck? Alter! Oh! Hui. Holy shit! Das waren die Drogen, oder? Das waren die Drogen. Das waren die behämmerten Drogen. What the fuck? Gorilla-Mann? Oh nein. Der kanadische Yeti. Von dem habe ich schon gehört. Der soll ganz besonders fies sein. Gorilla-Mann, wo bist du? Okay, ich bin eingesperrt. Mit einem Gorilla. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich mehr Angst, eingesperrt zu sein. Mit einem Gorilla. Als in einem Haus, das möglicherweise von Geistern heimgesucht wird. Ich meine, wer glaubt denn schon an Geister? Aber an Gorilla? Ja, an sowas kann ich glauben. Hier sitzt immer Oma, isst ihre Pringles und starrt auf den Safe. Da ist nämlich mal ein Fenster, ha? Huh? Pechschwarz. So, mach überall das Licht aus. Diese Tür hier. Diese... Was ist das? Ein Rauchmelder? Ah! Oh, der ist ultra penetrant! Ah, verdammt! Ja, und jetzt? Wie stelle ich ihn ab? Kann ich hier den Strom abstellen? Gorilla-Mann? Wer hat hier den Hebel mitgenommen? Wer bitteschön war so frech? Gorilla-Mann. Immer noch zu. Gorilla-Mann, wo bist du? Oh. Was ist das hier drüben? Ich mache mir irgendwie Sorgen. Ich mache mir Sorgen, dass ich gleich angesprungen werde. Hat sich das Bild verändert? Ich glaube nicht, oder? So. Reingesteckt. Runtergedrückt. Und wir haben wieder Strom.
Der Rauchmelder wurde auch, wie es scheint, deaktiviert. Kommt schon, Leute. Das ist doch keine normale Wohnung. Ich meine, wer stellt sich hier bitte schön mitten in die Wohnung? Ein Safe. Wer macht sowas? Bonzen? Ich weiß es nicht. Ich bin arm. Kann da absolut nicht mitreden. Aber wie es scheint, gibt es... Oh Gott! Ich bin eingesperrt mit einem Affen. Ey, komm schon. Auf den Trick falle ich nicht nochmal rein. Diesmal bin ich... total cool. Längste Kellertreppe der Welt. Yep, ich bin in Kanada. In Kanada sind die Keller immer tief. Okay, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Rosenmuster. Längster Gang der Welt. Hey. Wird es gesagt? Ey, yo. Was, wie jetzt? Auf einmal bin ich wo? Auf einmal bin ich in irgendeinem Nazi-Bunker. Und wer kommt? Wer kommt denn jetzt? Ja, was soll ich hier machen? Irgendwas einsammeln. Drei Dinge muss ich einsammeln. Aber wer kommt? Das ist kein Haus. Oh, 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 oh. What the fuck? Wie jetzt? Das muss ich in irgendeiner Zeit schaffen? Bin total verwirrt. Oh nein, der Gorilla ist ein Nazi. Jetzt ergibt alles Sinn. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das war ein Sound. Das war doch dieser Sound, wenn du ein Virus... Wow, wenn du ein Virus hast. Oder das war doch dieser... Hey, sie haben einen Virus-Sound. Glückwunsch, sie besitzen einen Virus. Toll, jetzt bin ich hier gefangen. Er ist behindert. Man macht sich über Behinderte nicht lustig. Das ist nicht cool. Geh weg! Okay. Das war... What? Ich hab ihn? P, schnell! Komm! What the fuck? Das ist das merkwürdigste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Um was geht's hier? Ist hier überhaupt ein Labor? Da ist gar nichts, da war nie eine Tür. Ich bin immer noch high. Ich bin immer noch high. Und in Kanada. Der Nazi-Bunker war nur eine Einbildung. What the fuck? Okay, warte, 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 warte. Endlich wirst du nützlich, du Ding, du. Und jetzt kann ich doch bestimmt den hier öffnen, oder? Nee. Aber ich kann bestimmt entweder die Tür hier öffnen oder die Bretter da hinten entfernen. Was ist das für eine extrem merkwürdige Scheiße hier? Moment, Moment. Der Safe? Wahrscheinlich nicht. Nee, aber die Haustür? Freiheit? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Hier ist zu, hier ist nichts, hier ist auch nichts. Also, wir finden in einem umgebauten... Badezimmer einen Schlüssel. Okay. Soweit, so gut. Der ist neu. Der ist auch neu. Und die ist immer noch zu.
Oh, fuck. Die kanadische Disco. Was da wohl drin ist? Und warum ausgerechnet Fleischerhaken? Die Tür? War das die Tür? Was war das? Die Haustür? Der Safe? Ich habe keine Ahnung. Hör ich eine Kettensäge? Ist das ein Gorilla mit einer Kettensäge? Das ist ein Gorilla mit einer Kettensäge. Ich glaube, jetzt habe ich richtige Probleme. Mein schlimmster Albtraum. Ein Gorilla mit einer Kettensäge. Bringe einem Gorilla bei, wie man eine Kettensäge bedient. Und du hast die ultimative Killermaschine. Gorilla-Mann. Ich habe keine Angst. Ich habe wirklich keine Angst. Denkst du wirklich, ich habe Angst vor dir? Ich. Jetzt mach den Strom an. Ich bin hart im Nehmen. Ich bin richtig hart im Nehmen. Ich wette, der springt aus dem Schrank. Oh Gott! Holy shit. What the fuck? Holy shit. Not again. Was zur Hölle? Was ist das hier für ein abgefuckter Horrortrip? Plötzlich Jump'n'Run! Ich meine der Gorilla mit der Kettensäge. Na gut, darüber kann man ja noch reden. Aber Jump'n'Run! Lauf in das Licht. Lauf in das Licht. Tom. Tom. Is that you? Tom. Tom, did you wake up? Tom. You don't get to decide when you wake up. That's my job. And you still have quite some ways to go. You think this was bad? You have no idea what's coming. Okay, das war's. Flucht vor dem Gorillamann. Und was war jetzt mit dem Safe? War das wirklich eine reiche kanadische Familie, die sich gerne ihr Geld angesehen hat? Zusammen mit Mutti, Omi, Fati, den zwei Gören, dem Hund, der Katze, dem Wellensittich, dem Papagei, dem Oktopus und der Giraffe? Ich weiß es nicht. Ganz, ganz merkwürdig. Aber wie gesagt, umsonst. Ich hab's noch nie davor gespielt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen und tschüss!